Risiko ist groß. Zumal, wenn das Zebra in wilder Flucht aus dem Wasser jagt. Die Löwin hat eine Verletzung aus dem Kampf davongetragen. Doch es ist keine schlimme Wunde. Und der Nährwert ihrer Beute wiegt die Anstrengung und den Blutverlust doppelt auf. Sonnenuntergang in der Masai Mara. In der Dämmerung drängt sich unsere Herde am Übergang. Ein Großteil der Zebras hat es bereits hinüber geschafft. Doch etliche sind noch unentschlossen. Und im Wasser wimmelt es inzwischen von Krokodilen. Ein erwachsenes Zebra mit den Zähnen zu schlagen, erfordert viel Kraft. Das schaffen nur die ganz großen Krokodile von über 4 Metern Länge. Bei den meisten jedoch reicht die Kraft höchstens für ein Fohlen. Deshalb stürzen sich fast alle auf die Jungtiere. Doch dank ihres Temperaments und ihrer wilden Entschlossenheit entgehen viele Zebrafohlen dem scheinbar sicheren Tod. Die letzten Sonnenstrahlen enthüllen, dass der Fluss trotz allem seinen Tribut gefordert hat. Mit dem Blut der ersten gerissenen Zebras treibt eine tödliche Botschaft flussabwärts, die bald noch mehr der großen Reptilien des Mara-Flusses an diesen Übergang locken wird. Die ersten Gnu-Kolonnen treffen ein. Das Hauptfeld der großen Wanderung hat die Masai Mara erreicht. In endlosen Reihen ziehen die Tiere zum Fluss. Auf diese Weise wird verhindert, dass die riesigen Herden das gesamte Grasland umpflügen. Um ins Hochland des Masai Mara-Reservats zu gelangen, müssen die Gnus den Mara-Fluss durchqueren. Jahr für Jahr sammeln sie sich an seinen Ufern, wo sie bereits von den Zebras erwartet werden. Sie alle haben das gleiche Ziel, die saftige Ebene der Masai Mara. Doch noch haben die Tiere das größte Hindernis auf ihrer jährlichen Wanderung vor sich, die Fluten des Mara-Flusses. Die Regenfälle im Hochland lassen die Zuflüsse anschwellen und das Wasser des Mara ansteigen. Solche schattigen Stellen sind für die Flusspferde der ideale Platz, um auszuruhen und Nahrung zu suchen. Und das Muttertier, das eben noch sein Kalb gegen die Krokodile verteidigt hat, führt das Kleine nun in eine dieser Oasen. Für die im letzten Jahr geborenen Flusspferdjungen sind diese durch den hohen Wasserpegel entstandenen Becken das perfekte Spiel- und Badeparadies. Doch für eine Kuh mit ihrem Kalb können sie gefährlich werden. Hier ist das Wasser klarer als im Hauptbett des Flusses und die Bullen schauen auffällig häufig vorbei, um nach ihrem Harem zu sehen. Die Weibchen, die ein Junges bei sich haben, sind daher besonders auf der Hut. Die Flusspferdbullen vergewissern sich, ob die Kühe paarungsbereit sind. Wenn ein Weibchen entsprechende Signale aussendet, kommt es zur Begattung. Wobei Muttertiere mit Kälbern für die Bullen tabu sind, solange es sich um den eigenen Nachwuchs handelt. Andernfalls kann es passieren, dass das Männchen versucht, das Jungtier zu töten, damit ihm das Weibchen wieder zur Verfügung steht.
Deswegen ist jeder Bulle aus der Herde eine potenzielle Bedrohung für das kleine Kalb. Die geschundene Haut einiger der Flusspferdkühe zeugt von den brutalen Übergriffen des Leitbullen. Der Rücken dieser Mutter ist mit Wunden und Narben übersät. Ein Opfer, das sie gerne bringt, wenn sie nur ihr Kalb vor aggressiven Verehrern schützen kann. Angesichts der Gefahren, die im Tümpel lauern, beschließt unser Weibchen, zum Hauptbett des Mara-Flusses zurückzukehren. Das Wasser dort ist vielleicht nicht ganz so ruhig, aber wenigstens weiß sie ihr Junges dort in Sicherheit. Im Spätsommer sammeln sich hunderttausende Zebras und Gnus in der Savanne der Masai Mara. Obwohl sie verschiedenen Arten angehören, bilden die Wanderherden eine Gemeinschaft, von der viele andere Tiere profitieren. Die Zebras fressen am liebsten langhalmige, trockene Gräser, während die Gnus frisches, grünes Gras bevorzugen. Nachdem sie vorübergezogen sind, kommen die Antilopen und Gazellen auf ihre Kosten. Ihre Lieblingsspeise sind Gräser mit kurzen Halmen, die nach dem Zwischenstopp der Zugtiere nun genügend Licht zum Wachsen haben. Die Gräser der im Süden angrenzenden Serengeti sind im Vergleich zu denen der Masai Mara reicher an Salz, Vitaminen, Calcium und Phosphor. Die Pflanzenfresser, die hier im Norden beheimatet sind, leiden daher oft unter Phosphormangel. Die Folge ist eine niedrigere Geburtenrate. Sobald die Regenfälle es zulassen, ziehen die Herden daher wieder zurück nach Süden, jedes Jahr aufs Neue. Und immer wieder müssen sie sich einer großen Herausforderung stellen, der Überquerung des Mara-Flusses. Unsere Zebras warten noch immer am Ufer. Ein Teil der Herde hat die Passage bereits gemeistert, doch die restlichen Tiere zögern noch, aus Angst vor den Krokodilen, die nun in großer Zahl im Wasser treiben. Die Zebras sind extrem nervös. Die Flusspferdmutter und ihr Kalb haben sie erneut aufgeschreckt. Flusspferde stellen normalerweise keine Bedrohung für Zebras dar. Im Gegenteil. Manchmal bieten sie sogar einen gewissen Schutz, weil Krokodile in der Regel einen großen Bogen um sie machen. Doch die Zebras sind so unruhig, dass sie keinen Fuß ins Wasser setzen, bevor sich die Dickhäuter nicht auf der Sandbank niedergelassen haben. Unser Weibchen zeigt sich allerdings wenig gesellig und taucht mit ihrem Kalb im Wasser unter. Unterdessen strömen immer mehr Gnus heran. Es sind Tausende. Überall dort, wo das Flussbett schmal genug ist, um heil ans andere Ufer zu gelangen, bildet sich eine eindrucksvolle Ansammlung von Tieren. Die Gnus sind nervös. Während die Herde immer größer wird, wächst die Ungeduld der Tiere. Alle wollen hinüber, doch keiner will den ersten Schritt tun.
Die Zebras dagegen wirken nun sehr viel ruhiger. In Begleitung der Gnus ist für sie der Weg durchs Wasser weniger gefährlich. Sie wissen, dass Gnus leichte Beute für Raubtiere sind und dass sie mit ihnen zusammen größere Chancen haben, die Passage unbeschadet zu durchqueren. Als die Situation unerträglich wird, macht ein Gnu den Anfang und geht zögernd voran. Als die anderen sehen, wie ihre Artgenossen auf die gegenüberliegende Seite schwimmen, scheint jeder der Nächste sein zu wollen. Binnen Minuten rollt eine regelrechte Lawine aus Tierleibern die Uferböschung hinab. In manchen Jahren führt der Fluss Hochwasser und tausende Gnus ertrinken. Doch wenn die Zeit reif ist, entlädt sich die angestaute Spannung und nichts scheint die Tiere mehr aufhalten zu können. Die Nervosität schlägt in Panik um. Rasend vor Angst, zurückbleiben zu müssen, suchen sich die Gnus immer neue Wege durch die Fluten und stürzen sich waghalsig die Böschung hinab. Der Lärm, den sie dabei veranstalten, ist meilenweit zu hören und lockt zahlreiche Räuber an. Die Uferlandschaft bietet genügend Deckung für hungrige Löwen. Wenn die Gnus erschöpft aus dem Wasser steigen, sind sie leichte Beute für die Großkatzen. Löwen jagen im Rudel. Während ein Weibchen ein Gnu direkt am Ufer gerissen hat, durchstreift ein anderes das offene Grasland, um ein Tier von der Herde zu trennen und es einer wartenden Jagdgefährtin zuzutreiben. Der Zug der Huftiere lockt nun auch die Räuber im Wasser an. An den Übergängen wimmelt es inzwischen von großen Krokodilen, nachdem die Zebras hier schon seit Tagen den Fluss durchqueren. Die einzige Chance für die Gnus ist jetzt, zusammenzubleiben und es auf keinen Fall im Alleingang zu versuchen. In dem Gedränge am Ufer kommt es vor, dass einzelne Tiere die Böschung hinabgestoßen werden. Dieses Gnu wurde von seiner Herde getrennt. Da es keine Möglichkeit sieht, wieder nach oben zu klettern, beschließt es, die Passage allein zu wagen.